damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Ja, heute steht mal wieder ein Besuchstag an. Normalerweise heißt es ja Besuchsmontag, aber da diesen Montag ja eine Challenge bei uns im Kanal stattgefunden hat, auf dem Kanal, wie man es mag, wurde der Besuchsmontag auf den Besuchsmittwoch umverlegt. Und ich würde auch sagen, wir werden gleich direkt mit den Besuchen anfangen. Der erste, der besucht werden wollte, ist der, wenn ich meine Schrift lesen könnte. Ich weiß, wer besucht werden will, aber ich kann den Namen gerade nicht aussprechen, da das so ein Zungenbrecher ist. 8QJ2 war das, glaube ich. Ja, die 300. Noblet oder so, ich weiß es nicht. Ich habe wieder Probleme, meine eigene Schrift zu lesen. Das ist hier Noble. Ja, Noble 6, ja. Mein Base sieht halt aus wie eine 6, kann ich auch nichts dafür. Die Base sieht irgendwie aus wie... Ich weiß es nicht. Wie sieht die Base aus? Ihr könnt es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie die Base aussieht. Das ist schwer zu sagen. Sieht irgendwie aus wie ein Käfer? Nee, oder? Nee. Sieht doch nicht aus wie ein Käfer oder so. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Wir müssten jetzt mal ein bisschen beachten, wie die Base so... Von den Verteidigungsanlagen ist, von der Aufstellung her, ist das irgendwie nicht so, finde ich. Auf jeden Fall sieht das komisch aus und außerdem sind meiner Meinung nach die X-Boss ein bisschen mal zu außen. Und hier gibt es halt tote Winkel bei der Base. Naja, ist ja nicht wirklich der Weltuntergang, aber auch nicht so Knorke. Knorke. Die Magiertürme sind auf Level 6. Hier decken die jeweils ein Lager ab. Hier decken die Magiertürme... zwei Lager ab. Ja, die Base ist ein bisschen verbesserungswürdig. Würdig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich mir das Wasser... Ich habe wieder hier einen total guten Tag heute in der Sparkasse und ich bin einfach nur total müde. Es ist schon 9:30 und dann muss ich jetzt noch ein LP machen und dann fällt mir das Sprechen schon schwer. Entschuldige mich bitte. Ich würde den Magierturm mit Minenwerfer tauschen. Da der Magierturm dann zwei Lager abdecken würde statt einem, und das wäre vorteilhaft auf jeden Fall. Die Luftabwehr deckt somit die ganze Base ab. Hier oben hast du schon mit Level 9er Mauern angefangen und hier haben wir ein paar mit Level 8. Hast schon einige Kanonen auf 11. Die Minenwerfer sind auf 7. Joa, sonst vom Upgrade-Status her relativ gut. Nur langsam die Mauern halt auf 8 machen. Ich weiß, ich habe die selber noch nicht alle auf 8, aber das kommt ja irgendwann noch. Denn ich will erstmal meine Verteidigungsgebäude maxen und dann sieht man weiter, wie es so kommt. Okay, Barbaren Level 6, Bogenschützen Level 6, Riesenkönste noch abgehängt, Goblins, naja, wenn du die nicht benutzt, sind die auch nicht so allzu wichtig. Mauerbrecher auf 5, Ballons auf 6, Magiertürme auf 5, Heiler auf 4, Drachen auf 3, Packer auf 3. Könntest du einen Golem mal upgraden, wenn du den oft benutzt. Naja, es kommt immer drauf an. Wenn man Dinge nicht benutzt, dann ist es auch nicht so dringend, die abzugraden. Deine Queen ist schon auf 10, meine ist ja bald erstmal auf 9. Und dann grade ich die auch direkt auf 10 ab, wenn ich so viel Dunkles irgendwann haben sollte. Ja, werde ich irgendwann, aber das dauert noch ein bisschen, vielleicht 5 Tage oder so. Nee, da die Bestrafung ja bald kommt, wird es noch länger dauern. Oh, ich freue mich überhaupt nicht auf die Bestrafung. Egal, ich muss da jetzt durch. Ich habe die Challenge verloren und... ja, ich muss meine Bestrafung auch machen. Wann werdet ihr das Bestrafungsvideo sehen? Höchstwahrscheinlich Freitag, ja. Ich werde gleich noch boosten und dann werde ich die Minen und Sammler rausstellen und dann 4 Tage lang an der Seite stehen lassen. Irgendwer hat mir das in die Kommentare geschrieben, dass ich das machen sollte. Oder bei MediaTV und das Video auf jeden Fall. Ja, ich freue mich überhaupt nicht drauf, auf gar keinen Fall. Joa, jetzt würde ich den nächsten aus dem Clan besuchen, der Bayent oder so heißt. Ja, so in den Clan sind 50 drin, also das ist auf jeden Fall schon sehr viel. Okay, und wieder bin ich blind. Oder Jake, Bananas, MF, Kings, Clippy, John Strake, Strehe, Sven, Atze, Lord of War, Banane, Bastinator, Slitik, Ries, Deli, NDE, BMW, irgendwas,
BMW M3 GTR, Achi Mark A, Seba, Jester, MacApp, Rotkäppchen, K-Eule, Felix, Noble, Tuddle Puddle, Extreme, Hobdigen, Muffy Boy, Noss, irgendwas, Tronic, Gregor. Okay. Irgendwie scheint er nicht mehr im Clan zu sein. Boah, da weiß ich auch nicht weiter, was ich hier so machen könnte. Nee. Ich will jetzt auch nicht stundenlang suchen, da das für die neutralen Zuschauer ja auch langweilig wird. Also wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare und ihr werdet besucht. Clans suchen. Der nächste, der besucht werden wollte, ist der Altser, wenn das so ausgesprochen werden mag. Hashtag 9V8C. 98VC. PJGU. PJGQ. Also wirklich großes Dankeschön an Supercell. Ach, ich habe da 9V8CPCP. JGQQ. Okay, ich werde mal einen ganz kleinen Cut machen, denn der Alster hat mir auch geschrieben, wenn ich da nichts finden sollte, soll ich unter einem Clan-Namen nachschauen. So, hier, Sarujam heißt der Clan, gibt es nur einen von und der Name war Alster, hier ist doch der Name. Ist doch gut, dass wir ihn gefunden haben, Level 44, Silberliga 2 und wir werden uns mal anschauen, wie seine Base so abläuft. Level 44, Raptus Level 6, Trophy Base. Okay, die Magiertürme gehen meiner, glaube ich, bis auf Level 2. Oder schon auf 3? Puh, ich weiß es nicht. Also, ist schon länger her, als ich als Rathaus Level 6er unterwegs war. Deine Kanonen sind auf Level 6, was, glaube ich, das Maximum entspricht. Minenwerfer auf Level 3. Die Clanburg ist sogar in der Base drin. Deine Kasernen sind auf 878. Eine Kanone steht draußen. Ist nicht ganz optimal, aber ich glaube, ich würde sogar mit der Clanburg tauschen, wenn da kein Loot mehr drin ist natürlich. Also wenn da kein Loot drin ist, würde ich es wirklich mit der Clanburg tauschen, diese Kanone. Da auf Rathaus Level 6 es sich noch nicht ganz lohnt, die Clanburg reinzustellen, da man nicht so viele Mauern zur Verfügung hat und man ja die Base schlechter schützen kann auf jeden Fall. Deine Mauern gradest du schön auf 6 ab, die Luftabwehr ist auf Level 3, was glaube ich den Max-Stand betrifft. Ja, ungefähr. Joa. Ja, also ich tue mich immer schwer mit kleineren Rathausleveln, da man das relativ schwer beurteilen kann, da es noch nicht so viele Mauern gibt und ja, man nicht so seine Kreativität entfalten kann. Und ja, aber ich finde, die Base ist eigentlich relativ in Ordnung. Die Minenwerfer decken die gesamte Base ab. Die Magiertürme decken zwei Lager ab. Die Bogenschützentürme nebeneinander sind nicht so pornös, aber Frau des Level 6, wie gesagt, hat man nicht so viele Mauern, aber zwei Bogenschützentürme nebeneinander. Hä, kann man nicht drei bauen? Ach, du hast mir geschrieben, du bist gerade hochgegangen, ne? Ah, stimmt. Ja, genau, dann tut es mir leid, aber jetzt schon mal ein paar Tipps dafür, wenn du bald hochgehst. Könnte es nützlich werden, könnte es auf jeden Fall nützlich werden. Sonst ist die Base eigentlich relativ in Ordnung. Dafür, dass du gerade jetzt hochgegangen bist, schon relativ viele Mauern auf 6. Also mach weiter so vom Upgrade-Status her. Das Labor ist schön am Arbeiten. Wir können mal hier reinschauen. Ja, hast auch noch Level... Warte mal. Nee, wobei? Nee. Die Truppen sind schon Level 6 Rathaus standardgemäß, glaube ich. Denn mit meinem zweiten Kampf bin ich auf Rathaus Level 7 und da sind auch mal alle meine Truppskis auf Level 4. Und der, ja, sonst kann man eigentlich sagen, die Base ist in Ordnung wirklich. Also, der nächste, der besucht werden wollte, war Eric122. Ja, er ist noch im Clan, sehr gut. Jetzt kann ich ihn noch besuchen. So, Rathaus Level 8, Farming Base. Magiertürme Level 3 gehen bis auf Level 6. Also da würde ich dir wirklich stark empfehlen, die auf Level 5 zu machen, mindestens. Denn die Magiertürme sind sehr wichtig. Julian. Joa, nehmen wir an. Hey, das wollte ich machen, egal. Egal, egal, egal. Also. Magiertürme decken jeweils zwei Lager ab. Puh.
Die Luftabwehren sind auf Level 3, gehen bis auf Level 6. Also da, die würde ich mindestens auf 4 starten. Dann die Minenwerfer auf 4. Würde ich wirklich auf 6 machen, auf Max. Also du hast ja gerade schon ein bisschen hier Gold am Sparen, 500.000. Also du hast schon eine Mülle. Ich glaube, davon kannst du bald schon Minenwerfer starten. Also ich würde auf jeden Fall raten, die Minenwerfer als nächstes auf 5 zu starten und dann die Magiertürme mindestens auf 5. Dann würde ich die Luftabwehren starten und dann irgendwann die Mauern. Also mit den Mauern kannst du Zeit lassen. Level 6 ist in Ordnung, ist nicht das Beste, aber in Ordnung. Ja, man kann sich Zeit lassen. Ich finde, jeder sollte dieses Spiel spielen, wie er will, denn es ist doch immer wichtig, dass der Spaß im Vordergrund bleibt. Denn ich meine, was hat man davon, wenn man ein Spiel spielt, was einem nicht Spaß macht? Okay, ein Minenwerfer steht auch noch draußen, den würde ich irgendwie noch reinpacken. Ja, aber die Frage ist wie, ne? Dafür würde ich irgendwie eine Goldmine raustun, zum Beispiel die hier, und mit der tauschen. Der Minenwerfer steht dann weit außen, aber besser, als wenn er hier komplett außen steht. Also, ja, also von der Ausstellung her ist es eigentlich relativ in Ordnung. Es gibt bessere, aber ist in Ordnung, ist auf jeden Fall in Ordnung. Bogenschützen-Team auf Level 6, Teslas hast du auch schon 3. Boah, sonst würde ich dir raten, einfach weiter abzugraden. Und dann sieht deine Base irgendwann geil aus. Und dann läuft es auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für den heutigen Besuchsmittwoch. Obwohl es eigentlich Besuchsmontag ist. Aber ja, auch in den nächsten Wochen gibt es nur noch Besuchsmittwoche. Ja, Besuchsmittwoche, wenn ich so sagen kann. Da ja die Loot, das Loot-Turnier jetzt immer stattfindet. Mittwochs um 16 Uhr. Übrigens wird die COC-Folge montags immer erst um 16 Uhr rauskommen. Wegen dem Loot-Turnier und ja, der Besuchsmontag wird dann in den nächsten 6 Wochen auf den Mittwoch verlegt. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Besuchsfolge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch mal besucht werden wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.